Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch im Solo-Verlies. Kannst du da oben lesen? Ich zeig gerade meinen Finger drauf, du siehst das ja gar nicht. Ja, und wir sollen hier Teile einer Waffe finden. Jetzt im zweiten Part. Wir haben ja letzte Folge schon angefangen. Und das scheint sich ja hier doch noch als ein bisschen länger rauszustellen. Deswegen haben wir gesagt, cutten wir das Ganze ein bisschen, weil sonst wäre die letzte Folge zu lang geworden. Wir boxen uns hier ein bisschen durch. Und zu looten gibt's nichts. Okay, wir sind jetzt von da gekommen. Von da, ne? Ja. Was haben wir hier? Wohin? Ups. Jeweils 10 Stücke können zu einem Dwemer-Rahmen hier veredelt werden. Dwemer-Rahmen finden in der Herstellung von Ausrüstung und Stil der Dwemer. Okay. Gut. Klärchen, Klärchen. Oh nein! Elite. Da gehen wir gar nicht nah dran, der hittet uns fast down mit einem. Machen wir jetzt schön à peu so. Dann zwischendurch immer noch lecker heilen. Ist gut. Sieht alle Farben, macht das schon. Na, was willst du denn hier? Headshot. Kein rühmlicher Kampf, aber geht momentan nicht anders. Wir haben ja umgeskillt etc. pp. Wie die letzten Folgen von verfolgt hat, der ist auf dem Laufenden, der weiß Bescheid. Ja. Und noch mehr aktive Konstrukte. Den brauchen wir keine Angst haben. Es sei denn, die explodieren. So, Freunde. Es ist schön, dass wir die Ränge erreichen und keine Fertigkeitspunkte haben. Das ist so ein Doof. Wir müssen nur eigentlich mal nach Cyrodiil in die ganzen Himmelsscherben abfahren. Dann wären wir, glaube ich, ein bisschen parat. Ich verlasse euch nicht. Was ist hier los? Wir sind gestorben, als wir dieser Aufgabe zustimmten. Wir sind nur eine Weile weitergegangen. Versteckt den Kristall. Versteckt den Foliant. So viel Tapferkeit im Angesicht des sicheren Todes. Lest Endaras Bericht. Hammer gemacht. Sammelt rote Kristalle. Wird. Ah, die. Okay. Unsere Taschen halten noch ein bisschen was aus. Die müssen wir gar nicht hier.
Ach nee, es kommt das hier. Ich entsinne mich, ja. Okay, was findet ein Weg durch die Türen? Kann man nicht bewegen. Tür Nummer 1. Da sind... Ah, hier ist er. Okay. Wieder einer. Monster-Trophäe. Wir gehen erstmal durch die Türe. Ich denke mal, die anderen müssen wir auch noch öffnen. Freund der Sonne. Bleib da. Aua. Ich bin leider nicht nah ran, weil... Headshot. So. Komm, fall um. So, 12 Gold. Welpe des Sturms. Geht im Moment nicht. Wo müssen wir jetzt lang? Da oben? So, von da sind wir jetzt gekommen. Das heißt... Rechts rum. Links rum kommt nur ein Gang. Da kommen wir zu der anderen Tür. Dann gehen wir trotzdem mal gucken. Ein bisschen clearen. Kabems. Wo kommen wir denn hier aus? Oh. Nice. Da freue ich mir. Dann fehlen uns jetzt nur noch leichter Gürtel. Könnten wir uns zur Not auch noch selber herstellen. Und... Leichte Hände. Dann nehmen wir schwere Schultern noch. Hier geht's nicht weiter. Okay, dann geht's jetzt in den Hauptraum. Da wird dann ein Boss kommen, oder? Was ist hier? Das Verschwinden. Da habe ich mein Buch übersehen. So schnell kann's geschehen. Ruckel, ruckel. Jetzt müssen wir hier lang, ne? Oder? Ne, wo müssen wir hin? Rechts. Da lang. Ich fürchte, es wird ein Bosskampf kommen. Ich habe Angst. Der tote Centurio. Eine passende Ruhestätte für meine Valascha. Ja. Jetzt muss ich nur noch den Folianten verstecken. Nein!
Okay. Der Kristall ist in dem Dampf-Centurio. Wir müssen ihn zerstören. Was? Müssen wir nicht? Jetzt ist er angepisst. Ja, dann mal los hier. Magika, jetzt haben wir keine Stamina. Es ist da immer. Es ist da, ja. Komm, hau. Ich seh nix. Naja. Ja. Nein. Wir haben ja noch ein bisschen zu inspizieren. So, damit wir jetzt nicht durcheinander kommen. Von wo sind wir jetzt? Da stand er. Wir sind von da gekommen, ne? Da waren doch noch Bücherregale. So, süßes Leben. Von Darascha Zuckerhäubchen. So, 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 so. Dann haben wir, die zwei haben wir, nicht, dass wir eins vergessen, übersehen, wie auch immer. Wie immer, viel zu lesen in der Elder Scrolls. Deswegen ignoriere ich das mal ein bisschen. So. Weiterhin kein Loot hier. Mann, das ist so deprimierend, ey. Sonst wirst du zugeschüttet, aber hier ist nichts. Da ist alles versteckt. Am Tisch hier liegt nichts. Okay, das. Haben wir die schon? Ich weiß es nicht. Machen wir. Besser doppelt gemoppelt als... Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Waffe mit Schild. Super. Das können wir auch gebrauchen. Haben wir hier noch was? Alles leer. Gut, dann können wir mit sieht alle Farben reden. Was ist los? Wir waren dort erfolgreich, wo diese verwelkte Wurzel... Möchtest du befreundet sein? Ja, komm mal. So. Entschuldigung. Was ist los? Wir waren dort erfolgreich, wo diese verwelkte Wurzel Doshia versagt hat, Kamerad. Hier, ich werde ein Portal öffnen, damit wir zurückkehren können. Ja, Gildenmeisterin. Nehmt den Kristall und den Folianten. Gebt sie Merrick. Dann kann er anfangen, in Erfahrung zu bringen, was nötig ist, um die Waffe zu schmieden. Wo wollt ihr hin, Gildenmeisterin? Ich habe etwas, worum ich mich kümmern muss, Kamerad. Mhm. Das Wissen, das wir hier gewonnen haben, hat meinen Geist überflutet. Ich muss den Fluss in den richtigen Lauf leiten. Ich bin sicher, wir werden bald wieder miteinander sprechen. Also dann auf bald. Wartet, bis sie gegangen ist. Ich muss mit euch sprechen. Hätten wir noch ein Buch übersehen. Ich sehe euch am Fluss, Kamerad. Ist aber doch noch was übersehen. So schnell kann es gehen. Bitte, sprecht mit mir. Was? Wo bist denn du? Was ist los? Jofnir. Ich habe nur wenig Zeit zum Reden. Warum erscheint ihr mir immer wieder? Ihr seid in Gefahr. Ja. Es ist eine Gefahr, die ich selbst im Tode nicht ganz begreifen kann. Was für eine Gefahr? Warum können wir nicht über diese Gefahr sprechen? Jemand, der euch nahesteht, hat Pläne. Pläne für uns beide. Pläne, euch zu verraten. Ich bin verankert. Gefangen.
fortgerissen. Seid auf der Hut, Kamerad. Das werde ich. Deswegen bist du mir jetzt... Okay. Gut. Dann haben wir das auch gemacht. Der hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe eigentlich gedacht, das würde jetzt ein bisschen schneller gehen, aber... War ein großes Verlies. Womit wir jetzt wieder in Wegesruhe wären. Mal sehen, ob wir jetzt zum Questen kommen. Aufnahme, wir sind jetzt bei 15, 16 Minuten. Dann werden wir jetzt nochmal eben ein bisschen Berufe analysieren, was wir machen können. Nach dem Ladebildschirm. Und dann schauen wir weiter. So. Merrick. Ach stimmt, wir haben noch gar keine Questbelohnung gekriegt. Willkommen zurück aus den Tiefen, Kamerad. Gildenmeisterin sieht alle Farben, sagte mir, ihr hättet etwas für mich. Ja, wir haben diesen Folianten und diesen Kristall in Besinden gefunden. Vielen Dank. Ich beginne sofort mit meinen Untersuchungen. Ihr werdet als erstes kontaktiert, sobald ich die Einzelheiten kenne. In der Zwischenzeit lässt euch Sieht alle Farben ausrichten, dass es ihr leid tut, dass sie nicht bleiben konnte. Sie sagte, sie müsse sich um eine dringende Angelegenheit kümmern. Okay. So, euer Inventar ist voll. Asche, Plunder, zerstören. Ja, bitte. Abgenagter Knochen, Plunder, zerstören. Ja. So, aber jetzt. Jetzt nehme ich dein Loot. Willkommen zurück aus den Tiefen, Kamerad. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Okay, das haben wir. Was machen denn überhaupt hier unsere Skills? Lass mal im Lunch. Was können wir überhaupt irgendwas machen hier? Sonneneruption. Ginge. Edricher Speer. Verstärkender Schwung. Zorn der Morgenröte. Da brauchen wir. Das dauert alles noch. Zerstörungsstab. Da brauchen wir das hier. Erst bei Rang 50. Okay, das dauert dann auch. Ja, nur ein Fertigkeitspunkt. Wir brauchen Fertigkeitspunkte ohne Ende. Ohne Ende. Ich mache die scheiß Berufe. Normalerweise müsste ich wieder alles wegskillen und ja. So, da sind wir wieder. Oh, das ist aber Stress hier in Wegesruhe, du. Kamerad. Ja. Ich muss mit euch über eine dringende Angelegenheit sprechen. Was los? Sieht alle Farben bittet darum, dass ihr euch schnellstmöglich zu ihr auf den Weg macht. Sie meinte, sie hoffe, einen Weg gefunden zu haben, eure Beute sinnvoll einzusetzen. Sie sagte auch, ihr würdet schon verstehen, was das bedeuten soll. Und in welchem Teil des Landes hält sie sich auf? Sie und Elif erwarten euch in der Halle von Shornhelm. Euch einen guten Weg. Was erzählt man sich denn so in der Gilde? Nicht viel, was ihr nicht schon wisst. Jede Klinge wird gegen die Daedra gerichtet. Ich habe gehört, dass letzte Woche ein großer Trupp einen Anker irgendwo in Cyrodiil zerstört hat. Eine üble Sache, weil er mitten in einem Scharmützel zwischen dem Pakt und dem Dominion eingeschlagen ist. Habt euch wohl. Oh, Sonnenlicht, Sonnenlicht. Muss man eigentlich einen Screenshot von machen, oder? Sieht schon cool aus. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut. Ich mache jetzt zwischen den Folgen die Taschen leer, kümmere mich nochmal ein bisschen um Berufe, das muss ich ja nicht in jeder Folge zeigen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, was wir machen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao.